Als Tarek zu mir kam, habe ich nur mitbekommen, dass sozusagen eine Umorganisation stattfindet. Und eine Folge davon war, dass es auch kein Aussteiger mehr war. Und dann haben wir erzählt, was er eigentlich in der Jugendarbeit mit seinen tollen Trainern und Trainern vorhat. Gerade auch hier mit den tollen Mannschaften. Ich bin sehr begeistert. Und wir haben dann mit Hummel gesagt, das geht nicht in Duisburg. Wir glauben an den MSV und vor allem auch an die Mädchen und an die Frauen. Deshalb haben wir gesagt, wir übernehmen die Ausstattung und freuen uns sehr auf diese Partnerschaft. Ja, Moment. Und ich glaube, Tarek, ihr von MSV freut euch ebenfalls darüber. Genau, ich habe einen vergleichenden Partner an meiner Seite, Frau Wieland, und die Firma Hummel liefert sehr hohe Qualität, liefert sehr schnell, das ist mir sehr wichtig gewesen. Und wir sind rundum glücklich und zufrieden. Also eine sehr langfristige Partnerschaft. Wenn jetzt Tarek über Partnerschaft redet, ist vielleicht auch nochmal wichtig, die BA Sports ist ja auch schon seit längerem in Duisburg tätig. Wir machen auch viele andere Themen und Projekte. Und in dem Zusammenhang ist uns auch nochmal wichtig, der Tarek weiß das auch gut zu schätzen und hat zumindest bis jetzt gute Erfahrungen gemacht mit uns, dass wir auch unser Netzwerk mit einnehmen. Und ich glaube, wir können bald auch auf den einen oder anderen Partner zurückgreifen, der die Mädchen, die Damen, die Frauen einfach diese Mannschaft unterstützt, weil die Arbeit, die dort geleistet wird, ist natürlich auch wichtig. Dylan sagte gerade, ihr habt viel vor. Sag mal, der Frauenfußball ist jetzt so ein bisschen nach unten gerutscht durch die Abgabe der Bundesliga-Lizenz. Was habt ihr vor? Wie geht es konkret weiter? Wir werden uns langfristig aufstellen. Unser Nachwuchs ist so aufgestellt, dass wir alle Mannschaften auf höchstem Niveau haben, auf allen höchsten Ligen dieser Welt haben. Und wir sind ausgerichtet darauf, dass unsere erste Mannschaft irgendwann wieder in der Regionalliga spielt. Das ist die dritte Liga der Frauen. Und mit dieser Liga rechnen wir. Und in dieser Saison der neuen ersten Mannschaft in der Liga an den Start. Und werden eine richtig starke Mannschaft aufstellen wollen, die dann direkt in die Regionalliga aufsteigen muss, soll und darf. Und wenn wir das erreicht haben, haben wir den Unterbau perfekt für eine Regionalliga. Wir wollen uns langfristig in der Regionalliga halten, um uns finanziell wieder zu konsolidieren, um uns gesund zu machen, um die Infrastruktur auf unserer Anlage zu schaffen. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir auch wieder mit dem tollen Nachwuchs, den wir machen, wieder in der Profiliga angreifen. Und Bühlen, wer dich kennt, wer Hummel kennt, wer B&A kennt, weiß, ihr seid zu allen Schandtaten bereit. Das ist tatsächlich so. Ich meine, du wirst ja gleich wahrscheinlich noch ein paar Bilder hier von den Nachwuchskräften hier einfangen. Und wenn du da in die Augen guckst, das ist das, was mich begeistert. Die Mädchen brennen für die Sache und die Damen, die jungen Damen brennen für die Sache. Und der Tarek hat jetzt ganz viele Ziele aufgezählt. Ich meine, das ist jetzt ein Projekt, das ganz mit dem ersten Jahr ansetzen. Aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr stolz, jetzt euer Partner zu sein. Ich werde diesen Weg begleiten. Dann wünsche ich viel Erfolg und bedanke mich für das Gespräch.